Commander Krieger, ein ganz entspannter Gast bei ClickZoom. Er lebt nämlich in den Tag hinein und das kann er sich auch leisten, weil er von dem lebt, was ihm am meisten Spaß macht: Online-Video und Gaming. Und mit Online-Video hat auch eine schwere Lebenskrise bei ihm zu tun. In seinem heftigsten Video hat er sich nämlich über den Tod seiner Mutter vor Hunderttausenden ausgeweint. Hat es ihm geholfen oder nicht? Das jetzt im Talk. Also, herzlich willkommen zu ClickZoom Talk hier in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk im Speakers Corner auf der Gamescom. Und ich habe heute einen illustren Gast, es ist Commander Krieger. Ich dachte im Vorfeld unseres Gespräches, ein erfolgreicher Let's Player auf YouTube, aber ich habe schon erfahren, das stimmt nicht so ganz. Aber wie immer steige ich mit der Frage ein, wie ist die Lage? Ja, die habe ich natürlich auch schon gehört. Und man macht sich viele Gedanken, wenn man dann so schon einige Interviews durchschaut. Wie ist die Lage? Ich würde sagen, wir sind ja auf der Gamescom und erstmal muss einiges an Informationen verarbeitet werden. Ja, ja. Das heißt, wie geht es deinem Kopf? Dem Kopf geht es eigentlich sehr gut, aber wenn man so bedenkt, was jetzt so die letzten Tage passiert ist, ist schon heftig. Gibt es denn irgendwas hier auf der Gamescom, wo du sagen würdest, boah, wow? Ganz ehrlich, ich habe von den Spielen kaum was gesehen. Ich habe ein einziges Spiel gezockt. Ich war sonst die ganze Zeit entweder in Businessgesprächen oder halt mit Abonnenten oder von Abonnenten belagert. Und das war das Wow. Ich fange direkt mal trotzdem ganz am Anfang bei dir an. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Weil du gehörst ja auch zur älteren Generation wie ich auf YouTube, nicht zu dem 16-Jährigen, der das während der Schulzeit angefangen hat. Wie bist du dazu gekommen, zu zocken und das auf YouTube zu machen? Also ich habe im Casino in Duisburg gearbeitet als Croupier und Dealer. Und wenn man dann um 3 Uhr, 4 Uhr nach Hause kommt, man ist aufgedreht. Man hat Zahlen im Kopf, der Abend war aufgewühlt und man kann nicht pennen. So, irgendwann habe ich dann meinen Arbeitskollegen gefragt, hör mal, was macht ihr eigentlich nach der Arbeit? Wie kommt ihr runter? Ja, wir zocken. Wie ihr zockt? Ja, PlayStation, Modern Warfare 2. Ja, genau. Ja, und dann mit Voice-Chat, wir labern dann darüber. Okay, irgendwann mal mit einem nach Hause gegangen, selber probiert, ja, angefixt geworden, selber eine PlayStation gekauft, so fing es an. Und dann, ich glaube, 3-4 Monate später habe ich ein YouTube-Video gesehen von einem Kollegen und so fing es an. Und wie bist du dann, ja, oder wie hat sich das auf YouTube entwickelt? Weil es gibt ja wahnsinnig viele Let's Player, vor allen Dingen viele junge, aber wie kommt es dann, dass man da so Fuß fasst, wie du es getan hast? Also bevor du jetzt erstmal hier genau. Von den Leuten fertig gemacht wirst, der ist kein Let's Player. Genau. Es fing so an, es gibt ja einmal Let's Plays, das sind so Leute, die ein Spiel meistens im Singleplayer durchspielen und das kommentieren. Okay. Live kommentieren, was sie machen, wie sie es machen, warum sie es machen und alles Mögliche. Dann gibt es die Commentator-Szene. Und ja, die nehmen ein Gameplay auf, kommentieren es nach. Meistens Ego-Shooter, Multiplayer und kommentieren es nach. Ich bin so eine Mischung, ich bin einfach ein Unterhalter. Sagen wir es einfach so. Das heißt, du zockst die Spiele nicht komplett durch? Manche schon, manche nicht. Ein Online-Spiel, was ein Multiplayer hat, kannst du nicht unbedingt durchzocken. Also du kommst zwar bis ins höchste Level, aber du kannst immer noch weiter zocken. Aber ich habe immer noch nicht ganz den Unterschied verstanden zwischen dem Commentator und dem Let's Player. Okay. Macht der Let's Player es garantiert live? Meistens, zu 99%. Aber das kann ich doch als Zuschauer gar nicht unterscheiden, ob er das live gemacht hat. Das, ja, als Zuschauer nicht, aber meistens ist es doch live. Weil du direkt auf die Szene, die du siehst, direkt eingehst. Was weiß ich, bei einem Horrorspiel kommt irgendwie ein Geist raus. So, also diese Reaktionen sind halt bei einem also Let's Player da. Es ist weniger informativ, eher emotional. Genau. Okay, gut. Und ich versuche das Ganze halt so ein bisschen zu kombinieren. Und habe dann halt Videos gesehen auf YouTube und habe mir gedacht, ey, das kannst du auch. Du kannst auch labern. Das muss man als Croupier, ist das etwas, was so eine Grundfähigkeit ist, oder nicht? Ja, man sollte schon vernünftig sprechen können. Also wenn man da jetzt hängt, da weißt du, was ich hier will, hier kommen, willst du Geld setzen, kommst du ran. Da setzt keiner bei dir, da spielt keiner bei dir und die Leute haben keinen Spaß. So, und dann, ja, komm mal ran hier, setz mal ein bisschen was, komm, ich erkläre dir das Spiel, dann geht das alles. Und ja, so fing das Ganze an, hab mir so ein Gerät gekauft zum Aufnehmen, ja, und zack war ich da. Wenn ich das richtig verstehe, beim Croupier, das ist eine Art soziale Fähigkeit, die man braucht. Unter anderem. Also man muss gut mit Menschen umgehen. Natürlich, wenn vor dir einer steht, der 20.000 Euro verloren hat, weil du die Kugel irgendwo anders hingeworfen hast, als er gesetzt hat,
dann bist du das Arschloch. Okay. Und dann sagen sie, boah, dein Gesicht merke ich mir. Gut. Ist das dann eine Fähigkeit, die auch im Internet bei Online-Videos wichtig ist, um den Zuschauer zu erreichen? Oder was? Weil es gibt ja wahnsinnig viele, die das, wie soll ich das, also unterhaltende Videos mit Games machen, wie du, aber die nicht so durch, es gibt ja manche, die starten wahnsinnig durch und manche liegen halt... Ich sag mal so, das ist allgemein der Punkt auf YouTube. Egal, ob du Spiele kommentierst, Schminktipps gibst, ob du Interviews machst, du brauchst drei Punkte. Du brauchst Sympathie, du musst die Leute unterhalten können, du musst authentisch rüberkommen. Hast du diese Punkte nicht, hast du keine Chance. Ganz einfach. Okay. Wann hast du gemerkt, dass das bei dir so losgeht? Also, ich kann es heute noch nicht glauben. Okay. Es ist wirklich so, wenn ich teilweise durch die Hallen laufe und die Kinder stehen, das Commander Krieger. Das meine ich mit verarbeiten, wo du am Anfang gesagt hast, wie ist die Lage? Das meine ich mit verarbeiten. Diese ganzen Emotionen, die man mitkriegt. Gestern hatte ich ein Vier-Augen-Gespräch mit einem Abonnenten, der auf einmal anfing zu heulen, weil er zu Hause halt totale Probleme hat, wo er geschlagen wird etc. Und wo ich für ihn eine Art Bezugsperson bin, weil ich jeden Tag in seinem Leben eine kleine Rolle spiele. Ich lade jeden Tag ein Video hoch und der Commander Krieger, der ist für mich da, der bringt mich zum Lachen. Und zu Hause, ja, da ist der Vater, der dann mal die Hand herhebt. Und er weiß dann überhaupt nicht, wo er hingehen soll, wo er, mit wem er reden soll. Und dann kriege ich diese Bürde auferlegt, darüber zu urteilen, wie er ja handeln soll. Das ist schon krass und dafür braucht man einfach Zeit, das zu verarbeiten. Wie gehst du mit sowas um? Ich versuche es professionell zu machen. Also ich kann ihm natürlich... Ich muss sehr vorsichtig sein, was ich ihm für einen Tipp gebe, weil den Tipp wird er zu 100% machen. Und ich habe seine Handynummer, ich werde ihn nochmal anrufen, nachdem ich mich ausreichend informiert habe, was er machen soll, nachdem ich mich erstmal informiert habe, wahrscheinlich übers Jugendamt. Hast du manchmal das Gefühl, da zu viel Verantwortung aufgebürdet zu bekommen? Ich bin selber schuld. Ja. Ich bin das selber schuld. Ich sag mal so, ich bin ein Mensch, ich versuche es vielen Leuten recht zu machen. Ich versuche in der Community eine Art, ja, alle zusammenzuführen, dass wir eine vernünftige Arbeit zusammen machen können im Einklang. Nicht jeder ist der beste Freund von einem und man muss nicht heiti-teiti durch die Welt laufen, aber Hauptsache, dass man sich akzeptiert und toleriert. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir schon einen weiten Schritt weiter. Absolut. Ist es aber auch nicht was einen so ein bisschen zerreißt? Sonst wäre es mir zu langweilig. Okay. Ja, also ich brauche diese Aufgabe, ich brauche auch diesen gewissen Druck. Ich weiß nicht, ich habe ein Video gemacht, mein heftigstes Video, wo ich über den Tod meiner Mutter rede. Habe da drin Rotz und Wasser geheult. Und natürlich, man liest dann einige Kommentare von irgendwelchen, ich sag mal, Leuten, Hatern teilweise auch oder Kinder, die einfach noch gar nicht den Sinn dahinter verstehen. Und ich hoffe nur, dass diese Leute irgendwann verstehen, warum ich dieses Video gemacht habe. Warum hast du dieses Video gemacht? Warum teilst du deinen Schmerz mit 100.000? Weil das ist, glaube ich, auch dein meist aufgerufenes Video mit über 400.000 Views. Es hat mehrere Gründe. Es ist einmal der Punkt, um den Leuten etwas mitzugeben. Für mich ist das Wichtigste, oder für mich, ich weiß nicht mehr, wie meine Mutter geklungen hat. Ich wusste ihre Stimme nicht mehr. Und ich habe gesagt, Leute, geht hin, nehmt euch irgendwas auf, macht ein Video. Macht eine MP3-Datei, das hilft euch im späteren Leben weiter. Ich habe diese Erfahrung bitter bereuen müssen und die möchte ich weitergeben. Man kann die Welt nicht verändern, aber wenn man ein klein bisschen ändern kann, dann hilft es. Und wir haben die Möglichkeit. Was ist für dich das Wichtigste im Leben? Für mich das Wichtigste im Leben, dass ich, wenn irgendwann mal der Tod vor meinem Sterbebett ist, dass ich sagen kann, ich habe alles getan. Okay, wie lebst du dann deinen Tag? Es ist total unterschiedlich. Ich lebe eigentlich jetzt mittlerweile in den Tag hinein, wo ich einfach sage, genieße den Tag. Mache das, worauf du Bock hast. Hat das erst YouTube ermöglicht? Ja, klar, auch. Also nicht nur YouTube, es war vorher auch schon. Ich war als Kopier auf der AIDA unterwegs, was natürlich auch schon ziemlich genial ist. Okay, Bezahlung ist richtig ranzig, aber das sagen wir mal hier nicht. Ja, mach das, worauf du Lust hast. Und wenn es nichts ist, mach was Neues.
Aber wenn ich das höre mit deinem Abonnenten, der dir dein Herz ausschüttet, für dich ist aber auch Verantwortung was Wichtiges. Also du bist jetzt kein Hedonist, sagt man, glaube ich, also der einfach nur das Schöne genießt und dem alles egal ist. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, weißt du was, ist nicht mein Problem, tschüss. Nee, er kommt zu mir, er gibt mir da quasi diesen Druck mit. Und da sage ich dann, okay, ich kriege auch sehr viele Nachrichten heute noch über das heftigste Video von anderen Leuten, die einfach mir nur ihren Schmerz mitteilen möchten. Und alleine das Schreiben der Nachricht löst bei ihnen schon den Druck und das ist wichtig. Okay, wie war das bei dir? Was hat dein heftigstes Video bei dir bewirkt? Ja, ich habe geheult in dem Video, Rotz und Wasser. Und wenn ich es mir heute anschaue, fällt es direkt an, fange ich auch wieder an zu weinen. Aber wenn man die Kommentare darunter liest, dann weiß man, dass was Gutes war. Ja. Ist das auch etwas, meine These ist so ein bisschen, weil ich das früher bei anderen Fernsehsendungen erlebt habe, dass man sich wirklich entlasten kann? Klar, definitiv. Es ist genauso, wenn ich mit einem guten Freund rede und sage, hör mal zu, ich setze dich hin, ich erzähle jetzt mein Leid. Man redet sich ein bisschen was von der Seele. Und natürlich, wenn man ein YouTube-Video macht, egal ob das einer anschaut, ob das 10.000 anschauen, genauso ist es da auch. Aber wie ist es dann, wenn dann Lasten zurückkommen? Man kann damit besser umgehen, finde ich. Weil man sich diese Last nicht so extrem auferschwert, weil es nicht die eigene ist. Man kann damit wesentlich lockerer umgehen. Das Einzige, was die Last ist, ist die Zeit, die gering ist. Bist du glücklich in dieser Situation, in der du jetzt bist? Also mit dieser Freude, ich kann in den Tag hineinleben, aber auch der Verantwortung. Ist das für dich ein Traum, der in Erfüllung ging? Auch, und das ist ja auch lustig, was du hast ja gesagt, wir können hier nicht über die Messe gehen. Und das realisiert man ja erst hier auf der Gamescom. Das ist ja lustig. Selbst auch ich mit Klickzoom, das ja kein Gaming-Format ist, aber das halt in dieser Zielgruppe verankert ist, merke, boah, das ist ja unglaublich, wie viele positive Reaktionen du kriegst. Aber du kannst dich kaum fortbewegen, außer du hast ein sehr schnelles Tempo. Genau, also das war auch der wichtigste Tipp. Sobald man einen großen YouTuber sieht, der ist in Bewegung. Warum? Wenn der einmal stehen bleibt, kommt eine Riesentraube und der ist einfach nur dicht und der kommt dann nicht mehr raus. Nachher werde ich häufig stehen bleiben, also das verspreche ich. Aber ist das ein Lebenstraum? Es ist schon cool, sagen wir es so, aber ein wirklicher Lebenstraum war es nie. Ich mache es jetzt seit einem Jahr hauptberuflich. Das hätte ich vorher auch nie gedacht. Wenn ich Leuten teilweise heute erzähle, womit ich mein Geld verdiene, damit kann man leben. Die realisieren das noch gar nicht. Die sind noch gar nicht so in diesem Medium drin. Aber nochmal auf diese positive Rückmeldung, die man bekommt. Was ist das für ein Gefühl, wenn du hier drüber gehst? Da braucht man nicht drüber reden, das ist ein geiles Gefühl. Teilweise hat man schon ein schlechtes Gewissen, wenn man weg muss, wenn man einen Termin hat und dann stehen da die Augen vor einem. Bitte unterschreib noch mal eins. Und man weiß genau, wenn man den jetzt unterschreibt, dann kommen noch 100 andere dazu. Und man muss leider Nein sagen. Und das ist das, was schade ist. Und was löst es in dir aus, diese positive Reaktion? Ich sag mal so, als Mensch rechnet man ja nie damit im Leben, dass so viele Menschen, ich sag mal, einen mögen oder positiv auf einen reagieren. Was ist das für ein Gefühl, wenn es so viele machen? Also ich bin ein Typ, der jetzt nicht so extrem auf die Meinung anderer erpicht ist. Also wenn du jetzt sagst, ey, Commander Kicker, du bist eine fette Sau. Ja, ich habe halt mein Fässchen, weil ich vor mir rumschleppe. Kann ich mit leben, sah mal anders aus. Würde ich aber nicht sagen, finde ich ein bisschen unhöflich. Ja, aber es machen viele. Echt? So gerade jetzt, ich habe ja auf der Gamescom auch einige Videos gesehen, boah, guck mal, die dicke Sau und tralala. Habe ich gar kein Problem mit. Das ist mir doch egal. Erreicht erstmal das, was ich in meinem Leben erreicht habe, dann können wir weiterreden. Das ist so der Punkt. Aber es ist natürlich schon cool, braucht man nicht drüber reden. Wenn man ein Video hochlädt und man sieht direkt, man kriegt 10 Kommentare, die Daumen. Das ist ein geiles Feedback. Und das spiegelt das einfach nur wieder. Okay. Dann wünsche ich dir noch viel, viel geiles Feedback. Ja, dafür machen wir es ja letztendlich auch. Und dass das noch lange so weitergeht, beziehungsweise mein Eindruck ist ja, wir sind erst am Anfang und sehe ich auch so. Entwickelt sich noch unglaublich weiter. Also ich denke, die Amis sind uns schon ein Schrittchen voraus, aber die sind auch noch ziemlich früh. Ich denke, wir sind so mit dem YouTube-Bereich so bei 5% von dem, was noch kommen wird. Ich denke es auch. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank. Commander Kicker.
Wenn euch der Talk mit Commander Krieger von der Gamescom gefallen hat, dann vielleicht auch meine anderen Gamescom-Talks, zum Beispiel der mit Poki, der über ein Ereignis berichtet, als die Yerli-Brüder von Crytek ihn ein wenig böse angesehen haben, als er einen Preis abgesahnt hat und sie nicht. Oder der mit Stefanie Heinzmann, mit ihr spreche ich darüber, sie ist nämlich vertreten in Just Dance 4 mit Digging in the Dirt. Und darüber spricht sie und darunter übrigens auch verlinkt, wie ich mit ihr dann abtanze, live und in Farbe. Also, jetzt gucken oder schlucken oder sowas. Bis dann, bleibt dran.